Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute erkläre ich dir, wie du schaffst, dass du die Frau, die du auf der Straße ansprichst, auch wirklich wieder triffst. Also, geht heute um das Thema Straße. Ich werde immer wieder gefragt, hey Tim, wie funktioniert das denn gerade von Leuten, die damit gerade anfangen, die es schon gemacht haben? Für die ist es so eine Vorstellung im Sinne von, oh mein Gott, das kann doch nicht klappen, das klappt vielleicht bei anderen, aber nicht bei mir. Oder, und das ist auch eine ganz witzige Sache, dass wirklich manche Leute Infi-Videos sehen von mir oder von anderen Coaches und tatsächlich glauben, die wären gestellt. Also wir hätten irgendwie Leute gekauft und das geschauspielert. Ich finde die Idee irgendwie ein bisschen verrückt. Was glauben die Leute denn, wie unsere Schauspielkünste sind, dass man... Ich komme nicht ganz nach. Naja, auf jeden Fall ist es eine Sache, die funktioniert. Die funktioniert für jeden, für manche sicherlich besser, für manche dann auch schlechter. Aber ich will dir heute erklären, was da wirklich wichtig ist, wie du schaffst, dass du die Frau dann auch wieder siehst. Und dazu muss ich sagen, natürlich geht jetzt nichts darüber, wenn du jetzt zum Beispiel live mit mir in Form eines Coachings unterwegs bist, ist natürlich was anderes, kann ich dir natürlich anderes Feedback geben, als ich dir jetzt hier geben kann, offensichtlich. Ich kann Feedback geben, das für dich individuell zugeschnitten ist. Hier kann ich dir halt einfach nur sagen, das ist generell wichtig. Aber was ist denn generell wichtig, wenn du eine Frau ansprichst? Generell wichtig ist, dass du erstmal einen gewissen Abstand einhältst. Und das ist so eine Sache, die klingt vielleicht offensichtlich, aber viele Männer machen das falsch. Viele Männer, die mir ins Coaching kommen, machen das am Anfang falsch. Einen gewissen Abstand einhalten. Ja, also normalerweise mache ich so, dass ich die Frau vorbeigehen lasse und sie dann an der Seite am Oberarm berühre und sowas sage wie, hey, ganz kurz, hey, nicht erschrecken, aber in einem relativ sanften Ton. Was dann zur Folge hat, dass die Frau meistens tatsächlich nicht erschreckt. Also ich mache es so aus einem 45-Grad-Winkel. Du kannst dir vorstellen, hier ist die Frau und ich überhole sie so leicht. Und wenn sie mich dann schon so ein bisschen gesehen hat, dann berühre ich sie leicht am Oberarm und halte sie damit an. Wenn du ein kleinerer Mann bist, dann wirst du vielleicht hier ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben, eine Frau zum Anhalten zu bekommen. Du kannst es versuchen, die Frau anzuhalten, wenn du es von vorne machst. Von vorne mache ich es nie, weil ich das sehr konfrontativ finde. Das muss aber nicht heißen, dass es generell nicht funktioniert. Probier da ruhig deine eigene Routine, guck da ruhig, wie es für dich funktioniert. Das mit an der Seite, also sie vorbeigehen lassen und dann an ihr vorbeigehen, 45 Grad, sie am Oberarm antippen, das hat immer bisher sehr gut geklappt. Aber du willst halt auf jeden Fall einen Mindestabstand einhalten. Ne? Das Ganze kann ich dir natürlich live besser zeigen, als ich dir hier erklären kann. Aber was ich normalerweise mache, ist, dass ich, sobald ich sie angetippt habe, mich leicht auf meinen Hinterfuß lehne. Ja, ich verlagere mein Gewicht leicht auf meinen Hinterfuß. Dadurch habe ich automatisch einen größeren Abstand zu ihr und das reicht normalerweise, um da jetzt niemanden zu erschrecken. Denn es ist natürlich für Frauen immer noch eine, oder für viele Frauen immer noch eine außergewöhnliche Situation. Die müssen erstmal einschätzen können, dass du kein gefährlicher Typ bist. Wenn du groß bist, ist es natürlich irgendwo ein Vorteil für dich, aber auch wieder ein Nachteil, weil du dadurch dann ein bisschen angsteinflößender wirken könntest als ein kleinerer Mann. Das heißt, es geht einfach darum, in den ersten Sekunden, das ist das Wichtigste, in den ersten Sekunden geht es darum zu zeigen, hey, ich bin ein ganz normaler Typ, ich will dir nichts Böses, alles ganz entspannt. Ne? Und dementsprechend sollte auch der Vibe rüberkommen. Das heißt, wenn du jetzt anfängst im Gespräch mit einem sehr, sehr komischen Gesprächseröffner, irgendwas Ironischen, Lustigen, was man vielleicht verstehen kann und vielleicht aber auch nicht, dann kann das gut sein, kann aber nach hinten losgehen, weil das eben der Frau nicht dabei hilft, das Ganze einzuschätzen. Ne? Nehmen wir jetzt als Gegensatz mal eine sehr direkte Art und Weise, die Frau anzusprechen, wenn du sie einfach anhältst und sagst, hey, ganz kurz, du hast mir gefallen, ich wollte dich kurz anhalten. Ich sage nicht, dass das die beste Variante ist, das würde ich so nicht sehen, aber sie hat zum Beispiel den Vorteil, dass die Frau gleich einen Rahmen hat. Ja, die Frau weiß halt, okay, darum geht es hier, er wird jetzt nicht meine Handtasche klauen. Das sind übrigens Sachen, die kannst du theoretisch auch dazu sagen, gerade wenn du das Gefühl hast, okay, die Frau, der ist das nicht ganz geheuer, was da gerade passiert. Ja, dann kannst du gerne sowas dazu sagen, wie, keine Angst, ich will dir irgendwie nichts klauen, ich weiß, das ist eine komische Situation. Das ist sowieso so ein Satz, der sehr gut ist, wenn du sagst, ich weiß, es ist eine komische Situation oder ich weiß, es ist wahrscheinlich eine komische Situation für dich. Ne? Letztens habe ich eine Frau im Fitnesscenter angesprochen, was ich nicht so oft mache und da habe ich auch zu ihr gesagt, ich weiß, es ist eine komische Situation, jetzt hier dich einfach im Fitnesscenter anzusprechen, weil es hat sich für mich auch wie eine komische Situation angefühlt und das habe ich ihr dann einfach gesagt und dadurch, dass du in dem Moment dann da auch authentisch bist, dass du ihr sagst, dass du auch weißt, dass es komisch ist, entsteht halt einfach dieses Gefühl bei ihr, okay, ist ein normaler Typ, der soziale Situationen und soziale Gegebenheiten versteht. Und dann kann sie sich entspannen. Es ist sowieso so, dass das Hauptziel in dieser kurzen Konversation, die du mit ihr haben kannst, ist ihr den Eindruck zu vermitteln, hey, ich bin ein cooler, entspannter Typ. Das ist der Eindruck, den du vermitteln willst. Das ist alles, was zählt. Du musst dir nicht so viel Gedanken darum machen, wie baue ich Anziehung auf, wie baue ich Attraction auf.
entweder du gefällst dir irgendwie, die Art und Weise, wie du bist, gefällt dir irgendwie oder eher nicht. Und dazu, da fließt auch sehr viel rein, wie authentisch du sein kannst, wie frei, wie offen du sein kannst oder wie sehr du vielleicht ein Spielchen spielst oder so tust, als wärst du cool, was von den Frauen relativ schnell durchschaut wird. Das heißt, je authentischer du bist, desto besser funktioniert das und du musst dir dann wirklich keine Sorgen um diese Anziehungsthemen machen. Mach dir eher oder guck eher, dass die Frau sich mit dir wohlfühlen kann, denn das wird dafür sorgen, dass sie dich dann auch wieder sieht. Na, das ist ja ganz logisch. Stell dir mal vor, du hast jetzt auf der Straße innerhalb von 5 Minuten oder du hast, eine Frau hat dich angesprochen und du hast 5 Minuten mit ihr geredet, aber du hattest die ganze Zeit den Eindruck, dass die irgendwie total komisch ist oder du konntest irgendwie, die wirkte so total strange und irgendwie nicht normal und dann hat sie gesagt, ja, wir können uns ja mal treffen und du denkst dir so, okay, ja, vielleicht denkst du dir, ja, okay, mit ihr schlafen wäre schon ganz nice so, aber irgendwie war die ein bisschen strange und dann ist natürlich deine Motivation, dich mit ihr zu treffen, nicht so besonders hoch, aber wenn du ein wirklich cooles Gespräch mit ihr hattest und gemerkt hast, hey, das ist eine richtig coole Frau, dann würdest du halt sagen, okay, cool, klar, warum nicht, ja, gehen wir mal einen Kaffee trinken oder was auch immer. Und das ist halt das Hauptziel, das ist halt das, was du in dieser Zeit machen willst, deswegen sage ich auch immer, es ist so wichtig, oder optimal, sage ich mal, ein Sofort-Date zu machen, ein Instant-Date, wo du wirklich mit der Frau dann beim Kennenlernen 10, 15 Minuten verbringst, vielleicht eine halbe Stunde spontan vor Ort einen Kaffee trinken gehst. Und das kann halt so viel ausmachen, wenn es dazu kommt, dass sie sich mit dir wohlfühlt und dass du dich mit ihr wohlfühlst. Also da ist es wirklich das Hauptding, worum es geht. Man muss natürlich unterscheiden und ich habe davon schon im letzten Video gesprochen, was genau du willst, wenn du jetzt, sage ich mal, schnelle Verfügung machen willst, wenn es dir wirklich darum geht, die Frauen zu finden, die sofort mit dir schlafen würden oder die du schnell abschleppen kannst, dann gehst du natürlich hier ganz anders vor, das ist klar, davon rede ich immer in diesem Video nicht. Ne? Dein Vorgehen wäre dann anders, du wärst schnell körperlich, du würdest sehr aggressiv flirten, das würde viele Frauen rausschmeißen, aber du würdest dann mit denen übrig bleiben, die darauf anspringen, sage ich mal. Da würdest du einfach eine andere Schiene fahren. Ne? Das ist jetzt nicht das, wovon ich rede, denn meiner Erfahrung nach ist das nicht das, was 95% der Männer wollen, sondern eher so, naja, so eine kleine Randgruppe, die wirklich dieses Zielgebiet verfolgt, aktive, extrem krasse Verführung. Das ist nicht das, was die meisten Männer im Kopf haben, zumindest nicht, wenn sie zu mir kommen oder hier meine Videos schauen. Und deswegen, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, Instant Date, guck, dass du einen passenden Abstand hast, sprichst du ein bisschen von der Seite an und hab immer im Kopf, dass es einfach nur darum geht, dass sie sich mit dir wohlfühlen kann und du auch gerne solche, also es geht darum, Dinge zu entkräften. Es geht darum, im Verkauf würde man das nennen, Widerstände zu entkräften. Gibt es einen anderen Begriff für Einwände vorbeugen. Also der Käufer hat einen Einwand und du musst ihn auflösen, Einwände auflösen. Es gibt ganze Verkaufstrainings, die fokussieren sich nur darauf, dir zu zeigen, wie man Einwände behandelt. So heißt es, Einwände behandeln. Das ist ein ganz großes Ding im in der Verkaufswelt, den Einwand behandeln. Und diese Einwände gibt es eben auch bei den Frauen. Ja, der Einwand könnte nämlich zum Beispiel sein, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, okay, er wirkt irgendwie wie ein komischer Typ. Es ist eine komische Situation. Und in dem Moment, wo du sowas sagst, wie ich weiß, es ist eine komische Situation, ja, ich weiß, es ist komisch, kannst du diesen Einwand aus dem Weg räumen. Ne? Es ist genauso, wie ich dann zu der Frau sage, wenn wir Nummern tauschen und sie wirkt so ein bisschen unsicher, dann sage ich halt zu der Frau, hey, pass auf, wir können Nummern tauschen, wir können uns gerne treffen, wenn es nicht für dich passt, ist es aber auch nicht schlimm. Und ich sage das halt, also erstmal, weil ich das tatsächlich so sehe und weil ich Frauen treffen will, die Bock haben, mich zu treffen, aber auch um den Druck aus der Situation rauszunehmen, auch weil sie sich vielleicht denkt, wenn sie die Nummer mit dir tauscht, oh mein Gott, also ihr Einwand könnte folgender sein, ja, oh Gott, jetzt gebe ich ihm meine Nummer und dann schreibt er mir die ganze Zeit und dann nervt er mich und dann sage ich vielleicht Nein zum Treffen und dann wird er sauer und ruft mich die ganze Zeit an und dann macht er Telefonterror, weil sie kennt dich ja nicht, sie weiß ja nicht, wie du reagieren wirst. Aber in dem Moment, wo du ihr zum Beispiel sagst, hey, pass auf, wir können Nummern tauschen, können uns gerne treffen, du gefällst mir, aber wenn du das nicht möchtest, ist es auch nicht schlimm. In dem Moment räumst du sozusagen ihrem Einwand aus dem Weg und gibst ihr zu verstehen, hey, alles gut, ganz entspannt. Ne? Und dann kann sie sich denken, oh, der reagiert ja echt cool, der wirkt relativ relaxed, na gut, dem gebe ich mal meine Nummer, ne? Kann ja nicht viel passieren. Natürlich ist es nicht so, dass sie sagen kann, okay, dem kann ich jetzt 100% vertrauen, weil er das gesagt hat, aber es zeigt ihr ja schon mal, in welche Richtung du unterwegs bist oder wie du allgemein zu diesem ganzen Thema stehst. Deswegen, das sind so Sätze, die benutze ich oft, um diese Einwände zu behandeln. Was du auch machen willst, gerade am Anfang des Gesprächs, ist einfach mal zu fragen, hey cool, was machst du denn gerade? Einfach um die Logistik abchecken zu können und zu schauen, okay, könnte ich vielleicht mit ihr einen Kaffee trinken gehen? Muss sie zum nächsten Bewerbungsgespräch in 15 Minuten und es ist das Gespräch ihres Lebens? Oder ist sie gerade am Shoppen, hat sich 2 Stunden Zeit genommen, um ganz in Ruhe ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin zu kaufen? Das sind halt unterschiedliche Situationen, die sich unterschiedlich nach hinten hin ausspielen können. Und deswegen will ich gleich am Anfang des Gesprächs mal erfahren, okay, was ist deine Mission hier gerade? Und dann, um mal so ein bisschen Struktur in das Ganze zu bringen, wenn du dich fragst, okay, aber was soll ich denn machen jetzt im Gespräch? Was soll ich sagen? Worum geht es überhaupt im Gespräch?
dann kann ich dir nur sagen, im Gespräch geht es darum, dass sie Dinge über dich erfährt und du Dinge über sie erfährst und die optimalerweise Gemeinsamkeiten findet. Ja, das ist das, was du machen willst, wenn man es jetzt mal auf eine ganz simple Ebene runterbricht. Ne? Also du schmeißt den Informationen hin, sie schmeißt den Informationen zurück und du willst halt schauen, beziehungsweise ihr schaut halt, ob es da Gemeinsamkeiten gibt. Ne? Vielleicht erzählst du davon, dass dein großes Hobby Windsurfen ist und sie sagt, ach krass, ich mache auch immer Windsurfen hier auf Borkum oder Wangerooge. So, und schaut dir eine Gemeinsamkeit. Und das Tolle an Gemeinsamkeiten ist halt, dass Gemeinsamkeiten verbinden. Die Gemeinsamkeit gibt dir und ihr das Gefühl, ah, diese Person kenne ich, denn die mag ja das Gleiche wie ich. Na, wenn du jetzt eine Person kennenlernen würdest und würdest 10 Minuten mit ihr reden und ihr würdet 4, 5 Gemeinsamkeiten finden, dann würdest du diese Person sofort automatisch sympathisch finden, weil du denkst, die ist wie ich. Und du findest sie natürlich selbst auch sympathisch. Und das ist das, was passieren, was wir machen wollen. Und du wirst auch feststellen, wenn du jetzt mal eine halbe Stunde mit der Frau meinetwegen auch einen Kaffee trinken gehst, Instant Date, und ihr findet raus, dass sie absolut überall unterschiedlich tickt und überhaupt keine Gemeinsamkeiten habt. Sie mag in der Natur unterwegs sein, du zockst gerne Videogames, sie verreist gerne, du bleibst gerne zu Hause. Wenn ihr absolut keine Gemeinsamkeiten hast, dann kannst du auch 3 Stunden mit ihr Kaffee trinken gehen, dann wird da einfach nicht genug Connection da sein, dann wird da nicht Sympathie da sein und werdet ihr euch nicht wiedersehen wollen. Wie gesagt, macht ihr um diesen ganzen Anziehungsbereich nicht so große Sorgen. Da kümmere dich lieber vorher drum mit all den Sachen, über die wir sowieso schon mal geredet haben. Aussehen, kümmere dich um deinen Körper, kümmere dich um wie du wirkst, dein Outfit, deine Ausstrahlung und sei halt authentisch. Das sind die Sachen, die wirklich dann Anziehung erzeugen bei den richtigen Frauen. Ne? Davon abgesehen musst du dir um dieses Anziehungskram keine besonderen Gedanken machen. Du musst nicht auf Hard to Get spielen, du musst nicht Push and Pull machen. Du kannst gerne Push and Pull machen aus Spaß. Ja? Das ist ganz wichtig. Ich habe nichts gegen Push and Pull und andere Flirttechniken, die bringe ich auch selbst bei. Und ich mache das ja auch selbst, weil es mir Spaß macht. Da muss man unterscheiden, was ist die Intention? Machst du es aus Manipulation? Machst du es, um einen Einfluss zu generieren, um die Frau zu beeinflussen? Dann schmeiß es. Machst du es, weil es dir Spaß macht und es macht wirklich Spaß? Dann mach es doch gerne. Ja, wenn ich so Push und Pull mit einer Frau mache, wenn ich mit einer Frau flirte, dann mache ich das nicht, um sie irgendwie, keine Ahnung, Anziehung zu erzeugen oder so ein Blödsinn, sondern ich mache das, es macht einfach Spaß. Und dadurch, dass es Spaß macht und man mit der Frau zusammen Spaß hat, naja, dann ist sehr logisch, dass irgendwas dann irgendwann passiert, dass man rummacht, dass man miteinander schläft. Aber deswegen mache ich es nicht. Ich mache es, weil es Spaß macht. Und Spaß führt nur zu mehr Spaß. Nicht, dass das die Absicht wäre. Und das sind Sachen, die sind sehr, sehr wichtig, wenn du jetzt die Frau ansprichst. Das sind so Sachen, auf die du dich fokussieren solltest. Worum geht es? Es geht um Informationsaustausch. Es geht darum, dass ihr Gemeinsamkeiten findet, optimalerweise dadurch Sympathie aufbaut. Es geht darum, dass sie mit dem Eindruck aus dem Gespräch rauskommt, das ist ein entspannter, cooler Typ. Ja? Der ist entspannt, mit dem kann ich mich treffen, der ist cool und optimalerweise hast du ihr auch gefallen. Aber darauf hast du nicht den Rieseneinfluss, sag ich mal. Ne? Wenn du ein entspannter, authentischer, cooler Typ bist, dann trägt das schon seine Sache bei dazu, dass du anziehender wirkst. Ne? Und natürlich, das muss man ganz klar dazu sagen, dieses entspannt und cool und relaxed in Gegenwart von einer Frau, die dich interessiert zu sein, das ist einfach was du üben musst. Ne? Deswegen musst du es ja üben, ganz klar. Es ist nicht so, dass du dir sagst, jetzt bin ich entspannt, gehst raus auf die Straße und dann boom, ist alles super. Nein, natürlich wirst du schüchtern anfangen. Natürlich wirst du anfangen und rumstottern. Und auch damit kann es funktionieren. Don't get me wrong. Aber du wirst damit wahrscheinlich nicht die Erfolge haben, die du haben wirst, wenn du entspannt bist. Deswegen musst du es üben. Aber wenn du diese Grundlagensachen beachtest, von denen ich gerade gesprochen habe, dann sollte Frauen auf der Straße ansprechen kein Problem sein. Aber wie gesagt, eine Übungsphase ist dabei, um zu diesem entspannten Punkt zu kommen. Na, wenn du in ein Gespräch reingehst und dir die ganze Zeit denkst, oh nein, was denkt sie von mir? Was denke ich von ihr? Was denken die anderen von mir? Was denken die anderen von uns? Dann ist es klar, dass du nicht entspannt bist. Du hast keine Ausstrahlung, du hast kein Charisma. Du wirkst irgendwie, ja, steif. Du sagst nicht wirklich, was du sagen willst, sondern druckst vielleicht nur rum oder bewegst dich in oberflächlichen Themen, weißt nicht, was du sagen sollst und wirkst allgemein unsicher. Und da kannst du so attraktiv wie sein, wie du willst. Das wird dich nicht besonders weit bringen. Aber du wirst es eben nur ablegen, indem du es immer wieder tust. Na, das aber mal als Grundlagen für dieses Frauen im Alltag ansprechen Thema. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreibst du mir gerne in die Kommentare. Ansonsten schön, dass du dabei warst. Links oben abonnierst du den Channel. Hier unten kannst du dich für einen der Coaching-Plätze bewerben, wenn du von mir persönlich lernen willst, wie das funktioniert. Na, ein deutlich kürzerer Lernweg. Ich kann deine individuellen Fehler hier aufzeigen. Und hier unten rechts kommst du zu weiteren Videos mit Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Einfach draufklicken. Wir sehen uns die Tage wieder. Bis dahin. Ciao.